So, jetzt sind wir nochmal beim Kindergeburtstag. Bei Knobs. Ich glaube, die kleine Susanne hatte da Geburtstag. Oder der Andreas, ich weiß gar nicht. Und hier noch ein Blick in den Garten und da sind sie wieder. Das hinten mit der schwarzen Fliege und dem roten Überziehpulli, das bin wohl ich, wenn ich mich recht erinnere. Tja, welches Jahr war das wohl gewesen? Vielleicht zu 71 oder so? 70, 71 rum? Und das ist die kleine Susanne. Ja, sie will hier runter. Ja, ja. Barbara mit so einer schönen Haarspange. So, und jetzt Mutter Knob gibt uns jetzt das Päckchen zum Gabel- und Messer aufschneiden. Und jeder musste sich den Hut greifen, wer in der Reihe war. War gar nicht so einfach. Ups, der nächste, bitte. Da war doch wirklich Schokolade drin. Ich weiß gar nicht, wer das zum Schluss hier essen hat. Ich glaube, ich habe kein Stück gekriegt, wenn ich mich recht daran erinnere. Muss wohl jemand anders gewonnen haben. Und jetzt Wattepusten. Mann, musste da gepustet werden. Und die Sonne guckt eifrig zu in ihrem kleinen Stühlchen hinten und freut sich, wie die Watte vom Tisch fällt. Oh, schön wieder. So, jetzt wird wieder gepustet. Schwupps. Na, diesmal die Watte vom Tisch. Da ist er. So, nochmal dem anderen auf die Schulter geklopft. Und das war's dann erstmal, Leute.